Es wundert mich ja, dass es ihm nicht so blöd ist. Das war ja ein Copy-Paste-Beitrag. Das, was Sebastian Bornmänner hier gesagt hat, den Neustart verklausuliert, angesagt hat mit viel Weihrauch und Brimborium und Weihwasser, das hat er jetzt die letzten zwei Jahre exakt 14 Mal getan. Wir erleben heute von Sebastian Bornmänner nur unter Austausch der Namen, also der Wasserhydranten, die sich in der Regierung gewechselt haben und das Türschild ist ausgetauscht, dass 14 Mal, dass Sebastian Bornmänner quasi der letzte Ritter von der traurigen Gestalt an Seite dieser Regierung erklärt, das ist jetzt der epochale Neustart und jetzt geht es endlich aufwärts. Das erinnert mich so wie an die letzten Tage im Führerbunker. Ja, die Gruppe Wenk wird kommen. Also irgendwie an das Heilserlebnis, das einem irgendwer noch retten wird, bevor überhaupt alles untergeht. Also wir haben jetzt 14 Mal eine Regierung gewechselt. Die meisten Menschen Minister gewechselt. Ja. Die meisten, drei Kanzler in einem Jahr. Die meisten Menschen in dem Land wissen ja nicht einmal mehr, wie die ganzen Minister, wie die ganzen Forschungspolitiker heißen, unterm Strich. Es zahlt sich auch nicht aus, in irgendeiner Form sich diese Namen zu merken, weil jeder kann sich sicher sein, bei der Halbwertszeit von einer Eintagsfliege haben wir in drei Wochen die nächste Regierungsumbildung. Der Bundespräsident hat das Drehkreuz in der Hofburg bereits ausgebaut, die Flügeltüren auch aufgebaut, das ist jetzt mittlerweile ein Vogelhaus, da kommen sie einer, er hat dort einen Plastikarm, wo er jeden angelobt, weil ihm schon die Hand wehtut vom Angeloben und vom Händedrücken und hinten bei der Hofburg gehen sie wieder aus. Und das spielt sich seit 3 Jahren ab, seit mehr als 2,5 Jahren. 3 Kanzler, unterschiedliche Minister, die Hälfte von den Ministern weist keine Qualifikation auf. Entschuldigung, diese Republik hat mittlerweile demokratiepolitische Verhältnisse wie in Italien in den besten 70er Jahren. Lieber Gerhard Grosser, du kannst viel